Letztes Mal haben wir geschaut, dass die Baumaterialien ins Örtchen hier kamen und ja, da haben wir gesehen, dass das wahrscheinlich wächst. Der Zug war jetzt auch hier, hat auch abgeliefert und das heißt, hier ist erstmal was vorhanden, was weggeschafft werden muss. 68 Zähne davon, ich glaube 78 waren noch im Zug, sind schon unterwegs. Das heißt, wir müssen nur mal gucken, dass der Zug voller wird. Hier fährt er jetzt leer zurück. Mal schauen, wie das sich entwickelt. Ihr guckt's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm, ne? So, hier auf dem Bahnhof liegt jetzt schon was, und zwar 49. Das ist noch nicht ganz so viel. Und warum wird hier nicht abtransportiert? Na, der hat erst drei geladen, aber er hier ist irgendwie einer, der hier vielleicht nicht zum Bahnhof fährt, kann das sein? Ja, der wartet auf Ware in einem anderen Bereich. Der blockiert uns hier tatsächlich. Das ist jetzt nicht so dolle, ne? Und hier hatten wir auch letztes Mal geguckt. Ja, jetzt ist es tatsächlich nicht mehr hier in diesem Bereich, dass es wächst. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ist das jetzt hier? Das ist die andere Linie? Ja, das ist die Linie 65. Das ist für den Bahnhof, oder? Ja. Zug ist noch nicht da. Der kommt da, glaube ich, ne? Oder ist es der Personenzug? Ne, das ist der Personenzug. Ah, hier durch den Bahnhof ist er gerade. So, das heißt, 78 waren letztes Mal. Das sieht jetzt nicht so gut aus, oder? Hat der mehr? 21 hat er. Der ist auch noch nicht mal voll. Da kommt noch einer mit 3 nur. 13. Wir müssen definitiv aber auf Linie 66 schauen. Wo ist der hin? Der fährt jetzt mit einem einzigen Fahrzeug hier drauf. Oder wie ist das auf Linie 66? Zwei Fahrzeuge sind es, okay. Und wie ist das Ziel der Linienverwaltung? Vollladen. Ah, das ist jetzt hier schlecht. Laden, wenn vorhanden, müssen wir da machen, weil der blockiert uns den anderen, weil für die anderen liegt hier mehr. Gut. So, hier fehlt es jetzt aber definitiv an Zulieferungen, ne? Die müssen wir auch gucken, dass die klappt. Und wie kamen die hier hin? Mit dem Zug. Lieferanten. Das war hier. Die kommen alle mit dem LKW da angefahren, ne? Kipper. Nee, ist es noch nicht mal. Wo fahren die denn hin? Nach da hinten, okay. Das heißt. Warte mal, wir warten da nochmal. Lieferanten. Von da kommt was. Linie 64 ist es dann, ne? Genau. Das heißt eigentlich, wir müssten hier abzweigen. Irgendwie da hinkommen. Das ist hier alles ein bisschen knapp, ne? Können hier rumfahren und könnte man notfalls nämlich auch da vielleicht vorbeifahren, wenn. Vielleicht sollten wir das mal machen. Ja, wir müssen definitiv. Besser da rumkommen. So passt es. Dann machen wir eine Kreuzweiche raus. Ja. Schöner ist das dann. Dann können die nämlich auch hier lang fahren, wenn es sein muss. So, dann haben wir hier ein Dingens, sag schon, ein Anschlussgleis. Wo liefern die denn hin? Gelsenhorst. Die fahren dahin. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Das würde auch bedeuten, die können das dahin bringen.
Wie schnell kommen wir denn? 300, okay. Dann machen wir die 300 mal gerade hier. Okay, da wird es schon zum Tunnel. Und dann wird es auch schon langsam, ne? Wo mussten wir denn da hin? Weiter. Da müssen wir hin. Ah, da geht sofort in den Tunnel rein. Wieso ist das hier so komisch, dass das... Da geht es mit dem Tunnel. Okay, da drunten ein Tunnel drunter her wäre jetzt auch nicht so schlimm, weil... Aber nee. Gab es hier nicht so Linien, Höhenlinien? Wo konnte man die einstellen? Städtestatistik. Irgendwo konnte man hier auch... Nee, das ist es nicht. Da ist es. Höhenlinien. Da ist es wahrscheinlich. Ja, es geht definitiv hier hoch. Da kommt man nicht drum rum, ne? Ich weiß nicht, wie wir hier aufs Gleis kommen sollen. So höchstens, ne? Okay, die Strecke ist noch weit, weit weg. Ja, dann mache ich es doch so rum. Schlimm ist, dass ich jetzt nicht sehe, auf welchem Gleis ich bin. Ich glaube, so ist das hintere. Ich hoffe, wir haben es passend. Sag jetzt nicht, der Tunnel geht bis dahin. Tatsächlich. Naja, aber was willst du anderes machen? Ist halt so. Und es ist zum Glück passend angelehnt. So, das passt erstmal. Dann sind wir bis hier hin. Hier machen wir eine Kreuzweiche auf jeden Fall raus. So, das ist erstmal schon mal gut. Und dann müssen wir jetzt hier gucken, dass wir das hier angeschlossen kriegen mit dem Bahnhof, ne? Gebäude. Güterbahnhof als Sackbahnhof. Passt. Wir haben zu wenig Gleise, obwohl zwei erreichen. Machen wir schön lang. Wenn ich das drehe, irgendwie wird es schwierig mit den... Ach so, da vielleicht. Oder machen wir es anders. Machen wir doch nochmal so. Wie war das mit Shift? Kann man kleinere Schritte machen? Ja. Ich würde das jetzt hier dran machen wollen, aber das will er irgendwie nicht, ne? Mag es nicht da dran machen.
Da geht auch ein Tunnel durch, ja. Da ist die Strecke so hoch, ne? Geht gar nicht. Wenn das da eins nippen würde, das wäre cool, ne? Hat er nicht gemacht, ne? Nö. Gebäude nochmal. Nochmal das. Zwei Gleise, ja. 240 nur lang machen wir jetzt mal. Werkzeuge war ja nichts, ne, oder? Ja, das ist nur Signale. Das hier ist ein Zugdepot. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Das gefällt mir alles nicht. Ist das dann Anlieferung oder nicht? Bau das da mal hin. Gleise. Das passt auch noch. Kann ich das jetzt als Kreuzweiche deklarieren? Ja, ne? Ja, lassen wir so. Sieht zwar jetzt nicht ganz so toll aus, aber passt erstmal. So, wieso fährt denn der so langsam? Vollgeladen. Ziemlich vollgeladen. Aber wir lassen das Spiel langsam laufen. Vielleicht hat es auch damit zu tun. So, jetzt ist die Frage, ob die angeschlossen sind, ne? So, schauen wir mal. Die Bahnstrecke geht hier lang, kommt hier raus. Wir liefern nach hier. Gut, das heißt, brauchen einen neuen Zug. Und mal hier ein Zugdepot. Aber hier irgendwo da. Fahrzeug kaufen. Den, wir haben ja keinen anderen. Und dann Cargo und Stein. Wir gehen hier rein. 13 und hier gehen 20 rein. Stopp, wir haben den Zug nicht gekauft. So ein Shit. Keine Fahrzeuge mit aktueller. Ne, brauchen wir nicht. So, jetzt hat das geklappt. Und dann nochmal Cargo. Steine oder Kohle, ist auch egal. Können wir auch Kohle nehmen, ist das gleiche in Grün. So lassen wir. 60.000 können wir uns leisten, machen wir. Und der fährt von wo nach wo? Warte mal, das muss zu. Neue Linie fährt von. Wo sind wir jetzt? Ich bin lost. Hier. Fährt von da nach da. Hier bitte vollladen. Passt. So, dann sollte das auch sein, ne?
Nächster Punkt ist dann der, dass diese LKWs, die hier fahren, auf Linie 64 wegfallen können. Ja. Ja, machen wir so. Alle verkaufen. Ja. Linie 64 können wir dann löschen. Wo geht das? Ja, umbenennen will ich die, nee, will die löschen. Geht da wahrscheinlich nicht. Da geht's jetzt. Ja, weg damit. Gut, das heißt, Zug müsste von hier irgendwo kommen. Ist er das? Das ist er. Wir lassen mal gerade schnell laufen. Verfolgen den. Und gucken, dass wir vielleicht einmal eine Lieferung noch hinkriegen oder wenigstens sehen, dass was reinkommt. Hundertzwanzig fährt er nur, okay. Hier 160. Na, da fährt er jetzt durch, das ist auch richtig so. Mehrere Fahrzeuge sind in schlechtem Zustand, da müssen wir nächstes Mal auch reingucken, ne? So. Jetzt fährt er in den Tunnel. Haben wir nur ein kurzes Stück. Und da fährt er in den nächsten Tunnel. Und da viel länger, ne? Kommt er hier raus und schleicht er da in den Bahnhof. So, und jetzt haben wir wieder das gleiche Problem wahrscheinlich, dass hier gar nichts geladen wird, ne? Versand geht runter. Irgendwie hat das wieder nicht geklappt wahrscheinlich, ne? Woran liegt's? Immer das gleiche Problem. Fehlt hier eine Straße, kann das sein? Ich glaube nicht. Okay, der hält da nochmal an und der hat keinen einzigen Stein mit. Jetzt ist die Frage, ob es wieder daran hängt, dass der erst einmal durchgefahren sein muss, damit die dann merken, dass da was passiert. Oh, hier ist was schief gelaufen. Der kann da nicht rüber. Da kann er eigentlich rüber und da. Okay, er hat dann Signale fehlen dann auf jeden Fall. Besser so, ne? Schauen wir mal. Vielleicht ist so besser. So, er hat da jetzt angehalten und schon gedreht. Hier konnte er nichts mitnehmen. Jetzt ist die Frage, er war ja schon am Ziel, ob jetzt hier was hinkommt. Natürlich wieder nicht, ne? Wie gehabt. Versand ist wieder nix. Produktion läuft. Transport 79% ist auch nichts Neues. Es hat wieder irgendwie nicht geklappt, dass hier das angeschlossen ist. Das ist schon ein bisschen nervig, ne?
Macht so eine Straße was aus? Gute Frage, ne? Aber wahrscheinlich auch das nicht. Sieht nicht so aus, dass da wieder was kommt. Ja, müssen wir in der nächsten Folge gucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf meinem Kanal teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.